So, das ist jetzt die Kitchen Cam. Warum? Weil jetzt wird es wirklich, jetzt wird es haarig und das ganze Fleisch, ja, das sieht so aus, das habe ich jetzt aufgeschnitten, dieses Fleisch. Und ich mache jetzt bereits eine Kostprobe, weil es ist, es riecht wirklich erstaunlich frisch. Das ist kein Jungrind. Ich wollte ursprünglich heute ein Jungrind kaufen, ich habe aber keins mehr bekommen. Sie sehen mich da jetzt natürlich nicht genau, aber ich werde jetzt das Fleisch aufschneiden. Schauen, dass ich kein Hautstück bekomme und ich werde es testen. Und das ist bitte vom Rand. Ich muss sagen, ist hervorragend. Hervorragend. Kostet noch eins? Dass ich ein Jahr auch selbst zu Hause das Wasser im Mund zusammenrennen. Rindfleisch ist Weltklasse. Ich sage Ihnen, nach dem Huhn oder vor dem Huhn, Rind. Ja, das wird dann so ungefähr aufgeschnitten auf solche Slices. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist jetzt mittlerweile schon wieder trocken. Das wird ganz schnell trocken. Und das muss man natürlich irrsinnig schnell entweder essen oder wieder in diesen Topf geben, dann bleibt es saftig. Oder man lässt es trocknen und macht dann Beef Jerky, das ist ein Scheiß draus. Das geht natürlich auch. Ich koste jetzt noch ein Stück, das ist Weltklasse. Schauen Sie mir zu, wie ich Ihnen den Guster mache. Oder die Fans da draußen in Amerika, die das Video auf YouTube sehen, wenn ihr euch dieses Video anschaut, try to make a Tafelspitz at home. Maybe it's better than going out to the next burger store and eat something healthy like real meat. Yeah, like organic food. And not that junk you get in your damn fast food joints, you know. Oh yes, that's a message from Austria to the States. That's so good. Ich glaube, ich weiß das Ganze. Vielleicht, dass ich mir da jetzt einmal runtergeschnitten habe. Gleich so essen als Snack. Ja. Ich meine, wenn ich den Scheiß jetzt einpacke, Vakuum verpacke, glaube ich, kann ich das ja noch nächste Woche essen. Absolut frisches Fleisch. Absolut organisch. Absolutely Tafelspitz. Ja. Gut. Ich glaube, ich werde jetzt nur mehr den Suppentopf ein wenig von dem Gemüse befreien, das gut anrichten. Zwiebeln habe ich auch gemacht. Es gibt auch Kroketten. Danke. Kroketten. Boah. Kroketten. Das ist leider wieder ein bisschen so in die Fastfood-Richtung geht. Und komme dann wieder zurück, ja, mit der angerichteten Teller, Tisch, ja, alles mit dabei sein. Ihr werdet es nicht glauben, wir sind fertig. Es gibt wieder mal ein Gericht hier bei Best Cook in the World Television. Jetzt schauen Sie mal da, ja, was haben wir da Gutes. Das ist, wie gesagt, das Rindfleisch in Slices geschnitten, dazu die Kroketten. Ich bin kein Freund von Kroketten, deswegen schaut das vielleicht hier nicht so optimal aus. Dabei sind noch Zwiebeln, geröstet mit Kümmel. Und das Gemüse habe ich natürlich rein aus Dekorationsgründen, aber auch aus Füllgründen dazugegeben, denn ich wollte eigentlich ursprünglich tiefgekühlte Fisolen aufkochen. Die schmecken natürlich irrsinnig saftig und das Ganze hätte natürlich dem Ganzen jetzt einen anderen Look verpasst. So schaut das auch, ist nicht unbedingt, wie die Amerikaner sagen, the original Tafelspitz. Es ist mehr so der Mr. Hankische Best Cook in the World Tafelspitz, but definitely tasty for all Americans. Also wenn ihr mal hin und Stein vorbeikommt, this is not the perfect tourist place for you, because there are not many sites around where you can see and watch and get attracted to, but definitely Mr. Hankey's cook
television channel will be a pleasure for you. So if you're here, give me a call or send me an email over YouTube and I will cook anything for you. Maybe a little Tafelspitz again for you. So, das war es wieder mal von hier, where while the cat looks on, maybe the cat is also a bit hungry. Look at the meat I gave the cat, that's Apfel meat, very fat. That's why the cat will get maybe a heart attack very soon. Yes, here are the croquettes in the back drawer. You can see a little croquette, which I will eat right now. So have fun, and we'll see you at the next episode of Best Cook in the World with Mr. Hanky and his ingredients. Thank you.